Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, jawohl. Wir gehen in den Tech-Tanschen. Wir brauchen Schweißgeräte. Und zwar 5 Stück, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir die finden. Ich befürchte, dass wir die nicht finden. Ja, wir werden sehen. So, was haben wir hier? Boah, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir den Tanschen hier betreten, ne? Okay. Da ist sehr viel. Wow. Aha, die Blitze sind permanent. Die kommen jetzt nicht vom. Ah, wohl doch. Da ist der Gang. Ich habe den nicht gesehen. Haha. So. Ruhe ist jetzt. Oh, die Musik ist toll. Quecksilber hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ein flüssiges Metall. An kalten Tagen scheint es zu gefrieren, aber bei Raumtemperatur schmilzt es. Goldstränge. Echte Goldstränge, die zu Drähten verflochten wurden, die in vielen Maschinen des Tech-Tanschen zu finden sind. Die Wartung ist kostspielig. Mhm. Drähte und kaputte Batterie hatten wir ja schon, das kennen wir schon. Schaut aus, dass uns nichts noch. Nein. Da. Ja, da haben wir schon was zum Heilen, das brauchen wir noch nicht. Die Gegner hier sind irgendwie voll cool. Zack, zack, zack. Wow! Ich bin runtergefallen, aber... Aha, da haben wir schon das Buch. Ich will noch nicht, weil... wir brauchen zuerst noch diese Schweißgeräte. Beziehungsweise hole ich mir das Buch erst dann, wenn wir wissen, wo wir hier wegkommen. Hä? Das Viech ist immer da? Das ist auch eine interessante Mechanik. Das kommt immer wieder. Wahrscheinlich so lange, bis keine anderen Gegner mehr da sind, oder was? Ui, nochmal runtergefallen. Ich hoffe, dass ich das noch... Ja, tatsächlich. Das Viech, das ist eine Besonderheit scheinbar, das kommt tatsächlich immer dann wieder, solange es Gegner hier gibt. Tesla-Spulenmotor. Man kann die von der Spule ausgehende Elektrizität förmlich spüren, wenn man daraus eine Waffe machen könnte. Okay, und was haben wir da? Schweißstange. Metall in Form eines dünnen Drahtes, der als Bindemittel verwendet werden kann. Okay, dann brauchen wir noch das Schweißgerät. Das heißt, wir müssen uns merken. Ja, heilen ist schon mal von Not. Wir müssen uns also merken, bevor wir die Ebene verlassen, dass wir... zurückgehen, das Büchlein holen. Und weil das ist natürlich einiges wert. Wow. Autsch. Zack, zack. Zack. So, und zack. Okay, da war nichts drin. Was haben wir hier? Wolframspule. Dieses Metall kommt. Konnte eine ganze Menge Hitze überstehen, bevor es endlich zu schmelzen begann. Okay, und was haben wir hier? Vakuumröhre. Kleine Glaskugel, in der sich ein paar Zweigchen befinden. Zweigchen? Ja, ja. Schön anzusehen, aber ich habe keine Ahnung, wofür sie gut ist. Okay, dann natürlich auch mit. Was haben wir hier noch bekommen? Kaputte Batterie und Elektro-Gelee. Mhm. Achtung, dieses Gelee ist elektrisch geladen. Wurde aus Tech-Schleime extrahiert. Daraus könnte ich einige nützliche Waffen herstellen. Okay, vielleicht aber auch einen Trank. Dann gehen wir da weiter. Zack. Jesus, na. Oi, oi. Der Kerl ist lästig, diese komische Kanone hier. Au, au, au. So, zack, zack. Hier haben wir den Ebenenwechsel, das heißt, da dürfen wir noch nicht hin. Das heißt, wir gehen uns jetzt erst einmal bei dem Wasserchen da unten heilen. So, Platsch. La 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 la. So. Und nächstes Räumchen. So. Zack, zack. Okay, der hält was aus. Das ist scheißlich ungut, wie der was aushält. Jetzt wird die Kiste wahrscheinlich kaputt gehen. Boah, gerade so noch gerettet. Gerade so noch. Tschüss.
Vakuumröhre und Wolframstein. Dann hat ist was kaputt gegangen. Hatten wir schon mal so einen Wolframstein? Ah, Wolframspule, das war sie. Wolframstein, ein Rohvariante des Wolfram-Metalls. Also Wolfram-Metalls. So. Unverarbeitet, aber dennoch für jeden wertvoll, der das Material verwendet. Okay. Da drüben geht es wieder zum Walddungeon. Das ist auch interessant. Zack. So, zack. 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 Na, würdest du eingehen? Dankeschön. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Na, würdest du hinwerden? Bitte? Boah, das saufen dringendlich sogar. Hui. Das war jetzt unerwartet. Was haben wir da? Weiterhin ist ein Wolframstein und Kupferrolle. Leitfähige Kupfersträhnen, die auf der Spule gewickelt wurden. Leichter Zugriff, kreatives Design. Super. Das heißt hier oben. Was haben wir denn? Na, was haben wir hier stehen? Wächter. Nicht zu verwechseln mit den Wachen. Völlig verschieden. Wachen klein, Wächter riesig. Diese Kreaturen in den Tiefen des Dungeons bewachen riesige Truhen. Bisher bin ich an keinem einzigen vorbeigekommen. Und außer mir ist das auch sonst niemandem gelungen, doch uns schon dreimal. Ich habe als einziger die Wüsten- und Techwächter überhaupt gesehen. Diese Ehre gebührt mir allein. Ein Punkt mehr für Crazy Pete. Obwohl mich auch interessiert, was für Schätze sie bewachen. Diese orange Kreatur scheint nur an den Wächtern Interesse zu haben. Orange Kreatur? Was? Welche orange Kreatur? Hm. So. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Zack. Au. Okay, da kann durch Wände schießen, das ist nicht nett. Zack, zack, zack. So. Ach, da kriegt man aufs Maul, ey. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Alter, das ist unfair. Zack, ui. Was macht der da für komische Dinger? Zack, zack. Der ist einmal hin. Zack. Bist du für ein komisches Ding? Ich glaube, ich muss dann bald mal auf Pfeil und Bogen wechseln. Aha, da unten ist was. Okay. Aha. Na gut. Wir haben noch zwei Tränke. Heftig genug für den Anfang. Wir müssen halt dann schauen, dass wir ganz schnell nach Möglichkeit... Wow. Dass wir halt ganz schnell nach Möglichkeit unsere Sachen hier aufwerten. Also Rüstung, ne? Ja, ja, ist schon recht. Alter, geh ein. Oh, oh. Ich glaube, ich hätte jetzt meinen Trank nicht so schnell verbrauchen sollen. Zack. 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 Tschüss. Irgendwie ist das gut gegangen. Und ich sehe gerade, wir sind sowieso schon voll wie ein Christbaum. Doch was ist das hier? Leitermaterial. In der Nähe des Tech-Dungeons gefundenes Alteisen könnte als Leiter bei der Gegenstandsherstellung verwendet werden. Okay. Aber kein Schweißgerät, ne? Energiekondensator haben wir auch nicht gelesen, oder? Kleines Objekt, das gemäß Tomo-Energie große Magie speichern könne. Das könnte für jemanden nützlich sein. Für jedermann nützlich sein, so. Wir haben kein Schweißgerät gefunden. Wahrscheinlich hat das erst in der zweiten Ebene möglich. Das heißt, dass wir auch diesen... Ja. Ja. Das heißt dann wohl traurigerweise, dass wir auch diesen Auftrag nicht erfüllen können. Traurig, traurig. Was soll man machen? So, wir gehen jetzt noch das Buch holen und schauen, dass wir dann ganz schnell in die zweite Ebene vertuften können.
Das heißt hier hin. Das heißt hier runter. Aha, diese Elektropfütze sind schädlich. Ja. Okay, das Viech kommt nicht. Da stimmt ja was nicht, oder? Soll man größenwahnsinnig sein für die... Na, wir sind nicht größenwahnsinnig. Wir haben nichts mehr zum Heilen, gar nichts mehr. Na, wir wechseln jetzt nur mal schnell die Ebene und dann vertschüssen wir uns mal. Was wir aber tun können, ist hier ein Portal aufzustellen. Ich glaube nicht, dass wir diese Schweißgeräte zusammenbringen. Ja, wie viel kostet es denn? 60.000? Nur so Schnäppchen, oder? Ja, bitte. Das eigentlich umsonst kaputt gemacht, alles wurscht. So. Das ist eine Wald-Dungeon-Dingsbums. Großartig, großartig. Aha, er hat was Neues. Meine Schmiede brennt darauf, was für dich herzustellen. Ja, wir haben das leider nicht in unserem Besitz. Warum auch immer. Ah, das war das. Okay. Beweglichkeit ist halt natürlich gleichmäßig schlecht. Aber wir könnten... Ich glaube, das werden wir auch herstellen. Ja, bitte. Ich werde gleich mehr aushalten. Ich würde sagen, auch das hier. Stiefeln gehen, glaube ich, eh nicht. Da wären sowieso die Stiefeln hier. Geht eh nicht, da haben wir zu wenig Sachen. Aber wenigstens schon mal, ne? Das geht auch noch nicht. Das geht auch noch nicht. Hier fehlen uns sowieso Sachen noch, die wir wahrscheinlich im zweiten Dingens kriegen. Aber ist wurscht. Wir haben schon mal wieder neue Ausrüstung. Zwei Stück sogar. Das ist sehr gut. Wir haben auch ein bisschen was zum Verzaubern. Ich würde sagen, das investieren wir auch gleich. Damit wir wieder ein bisschen mehr aushalten, damit wir uns in der zweiten Ebene nicht ganz so schnell verrecken tun. Da bist du ja wieder. Wie geht's dir, Will? Danke, mir geht's hervorragend. Ich hätte gern Verzauberung zuerst, bitte. Ja, geht schon, das geht schon, das geht nicht. So, mehr Schutz, selbstverständlich. Ja, bitte. So, mehr geht da scheinbar nicht. Also wie einmal. Na gut. Dann, wie schauen wir hier aus? Da können wir tatsächlich schon mal 5 herstellen. 7.590 kostet uns das. Also wir müssen das mindestens mit 8.000 verkaufen können. Wenn es dann später mal soweit ist. Ah. So. So. Das haben wir schon mal bei uns drinnen. Das passt. Quecksilber und bla bla bla. Schauen wir mal, was eigentlich unser Geschäft abgeworfen hat für uns da, ne? So. Oder haben wir das schon automatisch bekommen? Oder hat die gnädige Frau gar nichts verkauft? Da schau mal, da ist irgendwie gar nichts gegangen. Kann das sein? Habe ich was falsch gemacht? Ich habe es falsch gemacht, ne? Eindeutig sogar. Böse Zocki. So, 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 so. Passt. Scheiße. Naja. Haben wir hier was drinnen? Tatsächlich. So. Wegschmeißen. Gutes. Dann werden wir halt beim nächsten Mal selber Handel treiben müssen. Wahrscheinlich hat sie keinen Bock mehr gehabt, weil wir es versaut haben, den Auftrag. Dann war sie demotiviert und hat den Laden geschlossen. Das kann auch sein. Ja. Scheiße. Blöd gelaufen. Naja. Ja. Blub. Wir sind wieder da.
Und wir versuchen auch gleich unser Möglichstes und Bestes. Wow. Zack, zack, zack. Auf die neue Waffe freue ich mich schon besonders. Mehr Damage ist immer fein. Na, komm her. Zack. Zack, zack. Okay, der will noch nicht zurecht. Zack, zack. Der macht ihm überhaupt keinen Schaden, aber wenn er uns trifft, wahrscheinlich. Gut. Kupferrolle bei Rückkehr wird der Gegenstand kaputt gemacht. Das brauchen wir nicht. 3-Zellen-Batterie. Mhm. Eine wesentlich größere Kondensator-Variante. Kondensator-Variante, so, ne? Die große Menge nicht magische Energie speichern kann. Schweißkanone, wo haben wir die jetzt her? Durch die Verwendung einiger anderer Ressourcen kann diese Kanone bestimmte Metalle miteinander verschmelzen. Argonflasche. Das Gas in dieser Flasche findet sich häufig in der Nähe von sauberem, metalllosem Metall. Makellosem Metall, so. Metallloses Metall. Scheint den Rostprozess zu unterbinden. Puh, wo habe ich denn die jetzt hergehabt? Das ist ein, ach so, wahrscheinlich bei so einem Zettel drin, ne? Gegenstand verborgen und so, ne? Das könnte schon sein. Oder das war hier dabei. Nein, muss ein reiner Glücksfall gewesen sein, gerade eben. Hier unten, ich würde sagen, wir machen gleich da unten weiter. Was haben wir hier? Nein, lesen. Nach eingehender Inspektion fanden wir raus, dass die registrierten Positionsfehler mit dimensionaler Rissenenergie zusammenhängen. Genau. Wie ist das möglich? Wir sind Jahrzehnte davon entfernt, solch eine Technologie einsatzfähig zu machen. Genau. Ja, ja. Ja, vielleicht waren das ja auch nicht wir, sondern andere. Au, 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 au. Das tut weh, au, weh. Ich krieg auf die Goschen. Ach, wie ist das schön. Da, ouch, 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 ouch. Ich will vielleicht da runter. Komm her, du Sandler. So. Zack, zack, Alter. Puh, zack, zack, zack. Geh ein, bitte. Zack. Ja, geht ja. Alter Schwede. So. Wolframspule. Behandelndes Holz. Bei Rückkehr geht Gegenstand in diese Richtung kaputt. Nein. Zerstört den Flucheffekt. Ja. So. Was haben wir hier? Behandelndes Holz. Um aggressive Flüssigkeiten zu widerstehen, behandelndes Holz. Okay. Zack. Und da. Da durch diese. Wow, durch diese Tür dürfen wir da nicht noch gehen. Wahrscheinlich das eintrifft nichts. Wie immer halt. Zack, zack, zack. Was? Das gehört uns. Ja, ja, da kommen wir jetzt super hin, oder was? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Du Scheißgerät. Wow. Zack. Au. Diese Pfütze. Auf die vergesse ich jedes Mal. Das ist scheißlich ungut. Aber hier haben wir was zum Heilen. Das nutzen wir gleich aus. La 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 la. Hurra! So. Und weiter geht's. Zack. Opa. Ausweichen. Zack. 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 Alter. Zack, zack. Zack, zack, zack. Na, du Gauner. So, gib nur her, was du hast. Ja, viel ist es nicht. Was haben wir hier drinnen? Diese 3-Zellen, bla bla. Und du machst wieder was kaputt, ne? Ja, ja. Wie immer halt. Nächstes Räumchen. Du, der Wall schlagen uns aber nicht so schlecht, oder?
der ist schon mal weg. Halt. Hui. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Wow. So, zack, zack. Was Brauchbares bekommen? Meh. Da unten ist einmal gar nichts. Das heißt, wir können hier super zurück. Können wir uns noch einmal genesen. Ich glaube, ein bisschen geht es hinaus. Zack. Hervorragend. So. Da, da, ba. Da, da. Da, da, da. Dann hier lang. Viel Grüße. Das hier sind Gegner, ne? Himmel, Arsch und Zwirn. Alter. Ich glaube, ich sollte auf meinen Bogen wechseln. Weil der eine da im Kreis. Alter, den kann man schon was saufen. Alter, gehst du jetzt heute noch ein? Alter. Verkehr die Richtung. Alter, der kriegt überhaupt keinen Schaden. Ich aber schon Vollgas, nämlich. Ja, fall rum. Hey! Das muss ich nochmal machen. Weil ich glaube, ich krieg Speim. Okay, unser Bogen ist echt schwächelig. Schwächelig! Jetzt hätte ich das fast geschafft gehabt, ne? Sind es dann keine. Oh Gott, das ist übel. Alter, jetzt hat er die Waffe nicht gewechselt. Was bist denn du für ein Gradler? Alter. Ja, ja. Zack, zack, zack. Geh verbrutzelt doch, ha? Huh? Alter. Das ist mühselig mittlerweile, echt. Ja, endlich ist der mal hin. Gut, der geht recht gut mit dem Pfeil zum Besiegen. Also mit dem Bogen, Pfeil und Bogen. Boah, ist doch narrisch. Das war jetzt heftig. Zack, 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 zack. Lästiger Zapfen, echt. So, steht hier noch was Neues? Diese orange Kreatur schleicht weiterhin um die Wächter herum. Sie müssen irgendwas Besonderes an sich haben. Wenn ich jemand wäre, der das Risiko liebt, naja, ich bin immerhin in einem Dungeon voller tödlicher Kreaturen. Also, ich würde sagen, wenn jemand das Risiko liebt, dann ich. Bestimmt haben die Wächter etwas mit dem fünften Tor vor Rynoka zu tun. Ich meine, vier Wächter, vier seltsame Formen an der Tür. Man muss nur eins und eins zusammenzählen. Vielleicht weiß diese orange Kreatur mehr. Sie scheint ohnehin bemerkt zu haben, dass ich sie beobachte. Es ist also unvermeidlich, dass ich mich ihr stelle. Okay. Orange Kreatur. Hm. K.A. So, das war mal eine schwere Geburt. Wir haben noch ein Trankerl übrig. Ich möchte gerne noch einmal unseren Deich da aufsuchen. Und schauen, dass wir noch einmal, wenn es gut geht, voll werden. Es war gut, dass wir die Ausrüstung schon aufgepimpt haben. Das war wirklich gut. So, dann schauen wir uns noch einen oder zwei Räumchen an, ne? Sofern wir das heil überstehen. Ja.
Boah, fall mit das jetzt. Alter, so. Boah. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. So. Du bist ein lästiges Viech. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, was hat denn der jetzt alles da für uns? Ich würde sagen, wir hauen nochmal den da weg. Nehmen das da mal mit. Was auch immer, was war das hier jetzt eigentlich? Das hier, ne? Kunststofffolie. Sehr dünne Kunststoffschicht. Als ich sie fand, war sie um einen Haufen Drähte gewickelt. Aha. Und was bist du? Was könnten wir denn entbehren? Da, den können wir weghauen. So. Du bist ein... Kaputte Batterie war das. Ha, nichts Wichtiges. So, einen Raum können wir locker noch machen, glaube ich. Okay. Von wegen locker. Alter Schalter. Von wegen locker. Das wird jetzt ganz schön knapp eigentlich. Alter, Alter. Der erste ist, glaube ich, schon mal tot. Das macht Damage, ey. Scheißlich ungut eigentlich. Ja, geh weg halt da. Unglaublich. Gut. Wenn wir jetzt viel Glück haben, ist hier irgendwo so ein Schweißgerät dabei, weil wir haben sonst keins gefunden. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen und den nächsten Raum traue ich mir echt nicht mehr zu. Das heißt, wir hauen hier besser ab, würde ich sagen. Vielleicht haben wir Glück, wenn jetzt haben wir halt Pech gehabt, kann man eh nichts machen. So, mal schauen, ob wir ein Schweißgerät dabei haben, weil der Part wäre ja auch gleich zu Ende, das würde ja auch passen. Wenn nicht, dann beim nächsten Mal werden sie so immer stärker und stärker. Also, jawohl, haben wir ein Schwein. Super. Jetzt können wir noch schauen, ob wir die Schuhe für uns herstellen können. Wir brauchen kein Schweißgerät, das ist sehr gut. Das heißt, wir stellen die Schuhe her. Ja, bitte. Großartig. Und wir lassen sie selbstverständlich... Achso, war die Waffe. Servus. Unseren Zweihänder, geht der auch schon? Ja, braucht auch keine Dingsbums. Nehmen wir natürlich auch sofort mit. Passt. Mir war nur wichtig, dass wir Schweißgerät behalten können, weil ich glaube... Ich verdumm mich nicht, ne? Ja, das ist heute Schweißkanone, genau. Genau, das passt. Hallo! Ha, ich komme immer zu spät bei dem Deppen. Alter. So. Wie viel können wir herstellen? Zwei? Ja. Und, jetzt habe ich mich verdrückt. Verzaubern bitte. Ja, bitte. Und die Waffe wäre auch super. Mehr Gold mitbringen. Ah, wir sind arm, deshalb. Okay. Dann halt beim nächsten Mal. Das Lila gefällt mir sehr gut. Dieses Lila-Blau. Oh, das ist schon eine schöne Farbe. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Dann tun wir mal schauen. Gnädigste, was haben Sie gemacht? Nix. Unfassbar. Ich bin Ihr Chef, verstehst du? Die scheißt auf mich. Einfach Vollgas. Mach selber, du fauler Arsch. Verstehst du? Sowas kriegst du von deinen Angestellten. Das ist einfach nur unglaublich. Wir haben wie immer extreme Platzbeschwerden. Platzmangel und... Ach Gott. Ah, so. Ja. Zwecks verkaufen. Ich würde sagen, das Graffeln nehmen wir mal schön brav mit. Das ist eh immer was wert hier.
da und das. Und hier noch schauen. Vor allem von den neuen Sachen, also hier, ne, aus dem Dungeon, kann ich mir gut vorstellen, wäre super, was mitzunehmen. Hoch, ja. Muss man auch mal zwischendurch kontrollieren. Was bist du jetzt schnell? Die Tesla-Spule, die haben wir noch nicht voll. Aber diese Wolfram-Spule haben wir voll. Die entflammbare Flüssigkeit. Das Buch auf alle Fälle. Ja, ich glaube, das passt schon mal. So. Gnädigste, ich bin echt enttäuscht von dir. Das muss ich schon mal sagen. Ja? Ah, da hätte man noch Platz. Ein Stück. Hoppala, ich bin schuld. Entschuldigung. Außerdem habe ich mich noch nicht im Spiegel betrachtet. Das habe ich auch vergessen. Da hätte man noch ein Buch. Golem-Geschichte. Ah. Ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Starker Levitation. Verstehst? Den hatten wir auch noch nicht verkauft. Das kam ja vom Wüstenwächter. Gut. Ah, jetzt verlasse ich. Ich will schon wieder weggehen. Na, heute treiben wir Handel. Wir machen das selber, weil unsere Dame hier, die schert sich nicht zurecht. Das heißt, wir machen das. Habe ich jetzt das Eisen mit? Ich bin so doof. Och, scheiße, ich bin so doof. Ich bin so doof, ich bin so doof, ich bin so doof. Doof, 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 doof. Geh weiter. Ich komm schon. Bitte bleib da. Geh weg. Da, bitte. Puh. Alles gut. Alter, mich trifft doch der Schlag. So, also konzentriert bleiben. Sie ist zwar nicht, weil das ist zu teuer. Da machen wir es mal auf 1600. Bei der Knolle ist es sehr zufrieden. Dann kann man ja auch schon das neue Drum, das nächste Drum hin tun. Ich würde sagen, einmal sowas, ne? Haben wir für 1000, daher gehen wir natürlich viel zu billig. Das heißt, wir machen mal mit 2000. Dank, Servus. Okay, das ist immer noch. Er nimmt, okay, aber es ist noch immer zu teuer. Aha. Würde ich auch sagen, 2000. Schauen wir mal. Dankeschön. Oh, da hat jemand ein Schnäppchen gemacht. Super. Das habe ich wieder schön. Schön. Super. Ne? Gut, das wird zornig, okay. Die sind zu teuer. Probieren wir es mal mit so 3000. Oh Gott, da haben wir wieder ein Schnäppchen. Echt jetzt? Scheiße. Ja. Ich bin ein Verkaufsgenie. Danke. Ich bin ein einziges Verkaufsgenie. So, aber die gehen wir jetzt her für, keine Ahnung. So, 10.000 Stück. Ist mir jetzt wurscht. Unten hat noch was Platz. Würde ich sagen, nehmen wir das hier. 2,7 war, glaube ich, in Ordnung. Ja. Da will ich aber so probieren. Jawohl, der freut sich. Bam, 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 bam. Der nimmt es trotzdem, obwohl es zu teuer ist. Freut mich, das kann man immer so machen. So. Da haben wir schon wieder ein Schnäppchen. Ich krieg ein Schier. Dankeschön. So. Ich krieg ein Schier. Da haben wir schon wieder ein Schnäppchen gegeben, ne? Puh. 1007. Ich würde sagen, machen wir so. Dann hier. Wir haben das Buch hier mal, ne? Für 30.000 würde ich sagen. Vollgas. Und hier würde ich sagen, so mal. Da kriegen wir ja gleich mal den dritten Preis, ne? So raus.
Boah, da gehen die Sachen weg, ne? Warte mal. Das ist eher ein anderes 2000. Da würde ich auch sagen, so. Dann wieder so. Danke fürs Warten. Dann nehmen wir alles weg. Alles. Zack. Weg damit. Weg. 1007. Ich würde sagen, 10er dazu. 2,5 wissen wir nicht. 1000er wissen wir nicht. 2000. Das schaut okay aus. Gut. Dankeschön. Ein Dieb. Ich sehe ihn. 2000 wissen wir nicht. 1007. Da wären wir auch ein 10er. So. Du Dieb, du kleiner Rotzbub. Sag bloß, wir haben das Buch für Schnäppchen jetzt hergegeben. 30.000 war zu billig für das Buch. Echt jetzt? Hab ich. Du Schuft. So. Dann. Ja, halt, da ist noch einer. Boah, hey, Alter. Ich steck fest. Ist ja ungeheuerlich sowas, echt. Fieser Dingsbums. So. Die Besonderheit tun wir da oben jetzt hin. Von dem Boss. Ich hoffe, das ist okay. Hier noch so Dünger. 1000, ich würde sagen, machen wir so. Danke für den Einkauf. Na, Erstschaftszeit, ein Auftrag. Flüssigkeitsgefäß, ja. Auf jeden Fall, das können wir machen, weil dann nehme ich gleich das weg und lege es auf die Seite. So, dafür, aber da als Gegensatz, als Gegenstück, nehmen wir das hier. Ich habe keine Ahnung, was ich dafür verlangen darf. Ich nehme mal an. Machen wir so 4000, ich habe keinen Schimmer. Oh, da freut sich wer, das ist schön. Die Sale-Box ist natürlich leer, keine Frage. Dankeschön. Aha, das ist zu teuer. Okay. Aha, weil die Nachfrage schon durchschnittlich ist. Okay. Deshalb. Halt. Boah, ein Dieb. Ich hab dich. Du Schuft. Dankeschön. So ein Schuft. So. Da. Halt. Dankeschön. Dankeschön. So ein Schuft. Ist ja unfassbar, oder? Machen wir es mal so. Und das und das. Und dann hätten. Hoppala. 3000. Ich habe keine Ahnung. 2000. Irgendwie schreibt er da nichts mehr, ne? Wenn der jetzt ein Kunde ist, der freiwillig mehr bezahlt hätte, irgendwie füllt er das dann immer aus, ne? Danke. Jetzt müssen wir uns wieder auf den Schuft hier konzentrieren. Seiner Rotzglocke. Dankeschön. Jetzt wieder gleich mal stillen. Hab ich. Was? Das haben wir zu billig hergegeben für 3000. Scheiße. Ah. Schlimm. So. Dankeschön. Danke. Das haben wir auch zu billig hergegeben. Ja, woher soll ich das bitte wissen, ne? Dankeschön. Dankeschön. Woher sollte ich das denn... Ups, ich habe jetzt, glaube ich, nochmal die Tontöpfe da verkauft. Ich depp. Halt, boah, den kriege ich, glaube ich, nicht mehr. Ach, wohl doch. Schön. Oi. Sind die zu teuer? Keine Ahnung. Danke für die Geduld. Danke für die Geduld. Hui, das sind Aufträge, ein Haufen. Löteisen können wir machen. Das können wir auch machen. Materialsachen gehen, wie gesagt, immer. Schweißkanone auf jeden Fall. Und Kaltlava. Ja. Ui, das wird zornig. Das ist immer noch zu teuer. Okay, 2000. Das ist auch noch zu teuer. Würde ich sagen, machen wir es runter auf 1500. Da haben wir wieder einen Schuft. Das hier schon zufällig? Kaltlava, 5 Stück. Die werde ich gleich mal rausnehmen, weil wir die brauchen. Das ist immer noch zu viel. Echt jetzt? So.
Das war ein Schnäppchen. Echt jetzt? Danke. Geht der jetzt weg oder stiehlt der noch was? Der geht weg. Okay, passt. So. Dankeschön. Dann schauen wir mal, was wir verdient haben. Das müsste heute echt gut gewesen sein. Knolle und so weiter. Wir haben insgesamt 6 Diebe geschnappt. Wir hatten 44 Kunden. Das ist viel. Wow. Was heißt da OM? Keine Ahnung. Also wir haben... Wie viel? Also 0 Millionen steht da. Das, also das ist so lang die Zahl, dass man nicht mehr weiß. Nicht mehr richtig schreiben kann. Nicht mehr richtig ausschreiben kann, ne? Man kann scheinbar hier maximal 6-stellig schreiben. Das heißt, sobald man hier 7-stellig hat, steht dann 0M dabei. Und wir haben alles zusammen. Das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Oh Gott, der Part ist viel zu lang. 1,1 Millionen verdient. Okay. Ich habe vergessen, den Part zu beenden. Ich mache jetzt auf der Stelle, weil ich glaube, das kann ich schon nicht mehr rendern. Falls ich es nicht mehr rendern kann, sind es 2x 20 Minuten. Ja, okay. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.